Hey Leute, diesmal geht es um den 144 MHz Quad-Sender. Frequenzbereich 144 MHz Quad, stabil, 10 mW Sendeleistung, Reichweite 1 bis 2 km. Stromversorgung 3 bis 6 Volt, 15 mA. Ja, und schön verschweißt. Eine Platine und Bauteile drin. Die Platine sieht ja sehr gut aus. Dazu habe ich noch Zinn, eine Lötpumpe und Lötkolben. Und einen Schraubenzieher dann, um die Kondensatortrimmer dann einzustellen. Okay, dann würde ich sagen, mache ich das mal auf. So, als erstes habe ich die Platine mal rausgenommen. Die sieht echt sehr gut aus. Wahnsinnig sauber, die ist auch eingeschweißt. Aber die ist ja wahnsinnig sauber. Dicke Kupferauflage und wirklich wahnsinnig sauber. Auf der Rückseite sieht die so aus. Die Löcher auch sehr sauber. Und gerade drin haben wir. Und die Bauteile. So, Bestückungsplan und Schaltplan dazu habe ich auch. Hat mir Stefan erst noch mitgeschickt. Dann würde ich sagen, baue ich das Ganze mal auf. So, hier habe ich das Layout von der Platine. Man sieht hier 1, 2, 3 ganz rechts und ganz links in der Mitte die 2. In der Mitte die 2 sind das Mikrofon. Okay, hier habe ich auch rechts die 1, 2, 3 und links hier das Mikrofon. Und ich würde sagen, ich bestücke jetzt erstmal die Sachen, die eindeutig sind, wie Mikrofon hier und P1, den Port D1, ja, und den Quarz, weil ist nur einer drin, fange ich mal an. Beim Mikrofon aufpassen, das hat hier Minus unten und Plus oben. Und hier auf der Platine dann auch Minus unten und Plus oben. Und Minuspol, das ist der, der hier mit dem Gehäuse verbunden ist, ist Minus. Und Plus ist der einzelne. Muss richtig gepolt drauf. Auch die Transistoren müssen richtig rum rein und die Elektros müssen auch richtig rum rein. Weil das Potti da echt schwer reingeht, habe ich die Löcher hier mal ein bisschen kundig gemacht. Also ein bisschen mit einem Schraubenzieher größer. Das hier, die sind die Originallöcher. Und die hier sind jetzt etwas größer oben, sodass das Potti leichter reingeht. Das Potti ist das einzige Bauteil, das so dickere Pins hat. Ah doch, das Potti und die Trikondensatoren. Das heißt, da kann es sein, dass man die Platine ein bisschen nacharbeiten muss. Wenn man dann ein bisschen nachgearbeitet hat, dann ist das Potti schön drin. Die drei Pins schauen schön raus und man kann die drei Pins anlöten. Das Potti ist jetzt nicht komplett drin, aber fast komplett. Aber ich habe hier die drei Pins schön zum Anlöten. Hier C2 ist 100N und C400N. Ich zwicke die Bauteile immer unten ab. Ich habe jetzt schon ein paar eingelötet. Mikrofon, die Transistoren, den Alko, den Quarz, die Kapazitätsdiode. Potti. Ja, dann mal weiter. Fehlen noch ein paar Teile. Sind noch ein paar Teile übrig. Ja. Kein Problem, da ich bei den Kondensatoren hier nicht weiß, was für einen Wert die haben, weil man da nichts mehr lesen kann, da auch nicht und da auch nicht, messe ich sie mit dem Kapazitätsmesser. Das heißt, ich tue die mal da rein. Und guck, was zeigt er an? Er zeigt an 55 PF, also ist es ein 56 PF. Warte mal nochmal. 63, ups. Ich darf mich selbst nicht messen. 56,17 PF, also 56 Pi. Dank des Kapazitätsmessgeräts habe ich jetzt die letzten Kondensatorwerte auch, wo man die Beschriftung nicht lesen konnte. Jetzt fehlen nur noch die da und die gehen nicht rein. Was mache ich da? Die Löcher sind zu klein hier. Da geht der Pin beim besten Willen nicht durch. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder Brettchen einlöten und den Kondensator da oben anlöten oder die Löcher größer machen und die doch durchstecken. Ich suche jetzt mal einen Schraubendreher oder sowas, um die Löcher größer zu machen oder größer zu bekommen. Endlich habe ich es geschafft und habe die auch dran. Ich habe es jetzt so gemacht, weil die Löcher hier viel zu klein sind. Die Löcher, die da drin sind und ich echt wirklich keinen Bohrer oder Schraubenzieher in der Größe habe ich jetzt einfach
Drähtchen hier angelötet. Hier, 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 überall Drähtchen angelötet und die Drähtchen dann mit denen verlötet. Einfach die reingestellt, Drähtchen verlötet, Drähtchen verlötet, Drähtchen verlötet. So dass die hier schön drin stehen. So schaut es von der anderen Seite aus. Auch da drin ist ein bisschen fummelig mit Lötkolben. Hier löten, hier löten, hier löten, geht gerade so. Dann da und da. Dann aufpassen, dass kein Kurzschluss hier oben ist. Dann noch wichtiger, was am schwierigsten ist, aufpassen, dass hier unten kein Kurzschluss ist. Ja, da darf kein Kurzschluss sein. Jede Leiterbahn muss einwandfrei durchgehen hier. Auch kein Kurzschluss nach Masse, besonders hier ist es eng. Da geht ja hier Masse durch, dann hier, hier und hier. Da darf nichts verbunden sein. Schaut aber sehr gut aus, das, wenn ich mir das da so anschaue. Schaut gut aus. Da vielleicht noch mit dem Schraubenzieher mal durchkratzen, ob da irgendwas verbunden ist, sonst der Rest. Schaut auch sehr gut aus. Mit Lötzinn sparsam löten bei so kleinen Platinen. Echt sparsam sein mit dem Zinn, dass man keine Kurzschlüsse macht, dass nur das verbunden wird, was wirklich verbunden werden kann. Da hatte ich am Anfang zu viel Zinn hier, musste ich mit der Pumpe wieder abpumpen und dann gucken, dass hier kein Kurzschluss ist, dass das verbunden ist. Die Leiterbahn geht ja hier und hier hin, darf aber sonst mit nichts verbunden sein. Besser mit dem Schraubenzieher nochmal durchfahren, dass hier wirklich keine Verbindung ist. Man merkt schon, da kommt man rein und da kann man dann durchfahren. Und auch hier, dass wirklich nichts verbunden ist. Okay, dann wäre es jetzt soweit aufgebaut und testen und einstellen werde ich es im nächsten Video.